Herzlich willkommen zurück zu meinen Tutorials. Ich war jetzt gut ein Jahr oder auch vielleicht ein bisschen länger nicht mehr aktiv hier auf YouTube. Was daran lag, einfach aufgrund von Umzug, von mehreren Jobwechseln, von privaten Problemen. Ich habe sehr lange gebraucht, um auch wieder zu meiner Liebe zu Harry Potter zurückfinden zu können. Also zu der Welt von Harry Potter, nicht zu Harry Potter selber. Ich bin Slytherin, also bitteschön. Aber wie es auch so schön Rowling schon mal gesagt hat, Hogwarts will always welcome you home. Also Hogwarts wird euch immer zu Hause, also herzlich willkommen heißen, zu Hause heißen. Deswegen starte ich wieder durch mit meinen Tutorials. Ich weiß, im Vergleich zu anderen YouTubern, ich habe auch da sehr viel Zeit damit verbracht, so mal andere anzugucken. Die haben besseres Equipment, mehr Zeit vielleicht auch, um das Ganze zu drehen, mehr Ausstrahlung oder halt auch die technischen Begebenheiten oder Möglichkeiten. Ich habe halt nur eine kleine Samsung-Kamera, ich habe ein Stativ, ich habe mein Schnittprogramm. Wer also High Definition Kino, Blockbuster Sachen möchte, ja, vorerst nicht. Vielleicht lege ich mir nochmal eine bessere Kamera zu. Das steht ziemlich fest. Vielleicht auch ein bisschen besseres Equipment, was Beleuchtung angeht. Aber vorerst werde ich mich mit meinen Sachen, die ich bis jetzt habe, einfach zufrieden geben und da weitermachen. Wie ihr auch seht, ich habe einen neuen Namen, was dann liegt, dass aus dem Forum, in dem ich bin, gab es so eine kleine Fanbase und so unter verschiedenen Sachen kam halt mein Spitzname für mich dann mit Zimtschneckchen. Und nachdem dann schon öfters dann hieß, ja, wann gibt es mal wieder Zimtschneckchen-TV, habe ich gedacht, hey, cooler Name, ich nutze das, nenne mich um in Zimtschneckchen-TV und ja, hoffe, dass es euch dann genauso gefällt. Mein erstes Tutorial geht ums Flohpulver. Finde ich ganz passender Einstieg, einfach aufgrund dessen, man kann mit Flohpulver und einem Kamin von einem Ort zum nächsten und somit halt von Nicht-Tutorial machen zu Tutorial machen reißen. Es braucht nicht viel und was ihr alles braucht und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt im Video. Für das Flohpulver brauchen wir Zucker. Wir brauchen dann ein Gefäß dafür. Wir brauchen einen Teser. Und wir benötigen Lebensmittelfarbe. Außerdem brauchen wir auch noch Stifte, Lineal, alles was wir brauchen, um ein Etikett zu designen. Fehlen darf auch nicht eine Schere, ein Bändelchen und ein Stück Stoff. Und was hier drauf nun fehlt, ist aber auch noch ein Stück Papier fürs Etikett. Dann zum ersten Schritt. Der erste Schritt ist Zucker entfernen. Ich nehme da meine Zuckerfarbpaste. Wer flüssige Lebensmittelfarbe hat, ist definitiv hier im Vorteil, denn diese Zuckerfarbpaste braucht sicherlich mal gute einige Zeit, um den Zucker einzufärben. Problematik ist auch die Zuckerpaste aus dem Supermarkt, die macht dann ganz gerne Klümpchen. Ich habe gut eine Dreiviertelstunde dran gesessen, mir den Zucker dann so zu verrühren und die Klümpchen wegzubekommen, damit es dann diesen Effekt hat. Für die Farbgebung habe ich mir Harry Potter und die Kammer des Schreckens nochmal angeschaut. Dort hatte der Flohpulver eine grün-gräuliche Farbe und habe dann versucht, mit grün und mit ein bisschen blau das hinzubekommen. Wenn wir dann soweit zufrieden sind mit unserer Zuckermasse, können wir entweder aus der Küche einen Küchentrichter holen oder man faltet sich dann aus Papier so einen Trichter und füllt dann dementsprechend die Zuckermasse in unser Gefäß, das dann später fürs Flohpulvergefäß herhalten soll, um. Falls jemand einen Tipp hat, wie man diese Zuckermasse umfüllen kann, ohne Sauerei zu machen, also vielleicht einen besseren Trick hat oder sowas, würde ich mich freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare reinschreiben könnte. Gerade auch so für Menschen, die ein bisschen nun gehandicapt sind. Wenn man dann nun alles sicher verschlossen hat im Gefäß, kommen wir zum nächsten Schritt, dem Etikettdesign. Wer so Probleme hat wie ich mit meinen Gelenken, ich meine, das ist jetzt auch eine Aufnahme, muss zugeben, zwischen Aufnahme und Schnitt vergeht auch meistens eine Woche, wo es mit den Gelenken noch ein bisschen besser war, jetzt geht es ja fast gar nicht mehr gescheit.
Und da hatte ich mir auch schon eine Vorlage gemacht. Wer möchte, kann auch ein Stück Papier nehmen und das durch Kerzenflammen etwas flambieren lassen und das dann so aufbringen. Wer auch sagt, er ist ganz unkreativ oder es soll überhaupt gar nicht so auffallen im Küchenschrank, der kann auch einen Marmeladensticker nehmen. Vorteil von diesen Marmeladenetiketten-Stickern ist, sie sind fertig designt. Es gibt sie teilweise auch in sehr schönen oder lustigen Motiven. Der Nachteil ist, einmal aufgeklebt, kriegt man es erst dann wieder runter, wenn man dann die Gläser in die Spülmaschine oder lange in dem Wasserbad dann lässt. Aber dann ist auch das Etikett hin. Darf jeder für sich selber entscheiden. Was auch jeder für sich selber entscheiden darf, ist, ob er gern Flohpowder oder Flohpulver schreiben möchte. Ich habe mich dann entschieden, Flohpulver zu schreiben. Was man auch machen kann, ist natürlich das Etikett in vielen verschiedenen Variationen zu designen, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Mustern und Formen. Es darf auch jeder für sich selber entscheiden, ob er auch ein rückseitiges Etikett haben möchte. Ich persönlich habe mich für eins entschieden. Ich habe dann auch draufgeschrieben, auf der Rückseite dann Flohpulver nach dem Originalrezept von Ignatia Waldsmith, nur für den magischen Transport bestimmt. Ja, Deutsche, ich weiß, sie haben es immer mit ihren Warnhinweisen. Ihr könnt aber natürlich dann auch eine persönliche Botschaft hinschreiben, wie alles Liebe zum Geburtstag oder frohe Weihnachten oder verschwinde, wie ihr möchtet. Oder halt eben gar kein rückseitiges Etikett machen. Ich werde hier auch nochmal kurz einen Zeitsprung irgendwie einfügen. Mein Programm lässt mich leider die Geschwindigkeit nicht skalieren, ohne dementsprechend die Audiodateien zu verreißen. Von dem her springen wir doch gleich mal zu dem Anbringen des Etiketts weiter. Beim Anbringen habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten. Nein, eigentlich drei oder vier. Ihr könnt zuerst mal könnt ihr zwischen Tesa oder durchsichtigen Paketklebeband aussuchen. Beim Tesa müsst ihr halt dann vorsichtig vorgehen und das Ganze so in Streifen aneinander kleben, dass dort keine Hubbel oder freie Felder dann übrig bleiben. Beim durchsichtigen Paketklebeband, je nachdem wie breit es ist, macht ihr zack, einmal drüber fertig. Des Weiteren könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr das dann direkt schon gleich auf das Gefäß aufbringen wollt. Oder ob ihr das Ganze zuerst auf eine Glasplatte, PVC oder auf einen Plastikordner irgendwie rankleben wollt, es dann abziehen wollt, euch in Form schneiden und dann aufkleben. Oder halt eben, wie gesagt, wie ich es jetzt hier mache, direkt aufs Glas. Ich lasse die Enden dort dann ein bisschen überstehen, beziehungsweise zupfel sie mir auch zur Not halt wieder richtig weg und trimm sie dann dementsprechend auf eine Länge, so dass ich dann auch nicht sehr viel Platz dann mit Tesa dann zugeklebt habe. Bei Marmeladenglas-Stickern geht ihr hin, zieht es von dem Stickerpapier ab und macht Patsch drauf damit. Wie ihr seht, ich habe auch noch mein Etikett dann ein bisschen mit Farbe verziert. Es gibt ja bei Harry Potter oder in der Welt von Harry Potter ja immer so zwei Möglichkeiten. Entweder sehr klassisch schlicht, so war es ja auch, ich glaube, die Filme 1 bis 3. Oder dann halt extrem knallig mit vielen verschiedenen Mustern, Ornamenten, Farbzusammenhänge, Color Blocking, etc. 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 Ich bin hingegangen, ich habe mir einfach Clinton Neon Orange genommen, bisschen Farbe dran gemacht und dann mit einem lila Ton ein bisschen drüber gegangen, damit es dann nicht ganz so krass ins Auge springt. Als nächstes kommt noch die Verzierung vom Deckel. Ihr könnt das so mit dem Stoff machen, ihr könnt aber natürlich auch nur den Deckel ansprühen. Ich fand das aber mit dem Stoff ein bisschen besser.
Ich bin hingegangen, habe mir ein Stück Stoff in ein Dreieck gefaltet, habe mir den Deckel draufgestellt, damit ich dann auch wirklich sicher bin, dass ich dann genügend Stoff habe. Bin hingegangen, ich habe mir mit einem Stück Tesa so einen kleinen Knubbel gemacht, den auf den Deckel draufgeklebt, um den Stoff ein bisschen zu fixieren. Wie ihr auch jetzt gerade hier so seht. Ihr könnt euch aber auch von Mama, Papa, Schwester, Bruder, Freund, Freundin, Hauself, Sklave, wie auch immer, helfen lassen bei der Geschichte, weil Stoff doch ein bisschen rutscht. Gehen dann hin mit einem Bändele, fixieren das Ganze, machen uns noch eine Schleife und schneiden dann, was übrig ist an Band, dann auch noch ab. Wer viel Wert drauf legt, kann sich hier auch eine perfekte Schleife draufkleben. Wem es ausreicht, so wie es ist, so zu machen, kann man es so machen. Das ist jetzt mein fertiges Flohpulver, wie ihr auch seht, mit der Schrift hinten. Das war's Flohpulver-Tutorial. Wie ihr gesehen habt im Video, oder auch jetzt hier, ich habe eine Sehnscheinentzündung, das heißt, ich mache die Tutorials im Rahmen meiner gesundheitlichen Möglichkeiten. Im November versuche ich für euch, jeden Sonntagabend ein Video online zu stellen. Kann aber auch mal nicht klappen. Seid mir bitte da nicht böse, dann kann es halt daran liegen, dass ich da vermehrt Probleme habe. Im Video haben wir ja fürs Flohpulver Zucker verwendet. Auch wenn man in einem Film oder im Buch das Flohpulver nimmt und Kamin wirft, macht's nicht. Macht's einfach nicht. Der Zucker karamellisiert dann und dann klebt das und gibt eine Sauerei. Und eure Hauselfen werden euch sicherlich nicht dafür mögen, wenn sie dann das dann wegputzen müssten. Gebt das lieber in eine Tasse Tee oder Kaffee und schickt so jemanden, der an einem Montagmorgen vielleicht etwas Koffein gebrauchen könnte, etwas gedanklich die benötigte Koffeinstärke. Ich wünsche euch bis nächsten Sonntag alles Gute, etwas Magie und lasst es euch gut gehen. Tschüss!